So, heute mache ich mal ein kleines Video, wie ich ohne viel Arbeit in This Land is My Land zügig, ohne viel Sachen hin und her zu schieben, Dinge crafte, sammle, Camps upgrade und so weiter. Zwar gehen wir dazu mal mit Tab in die Kartenansicht. Dann habe ich hier ein neues Camp gebaut. Sagen wir, das ist euer allererstes Camp. So, und ich möchte das jetzt upgraden. Auf 20 Einwohner zum Beispiel. Dann brauche ich 10 Büffelhorn, 10 Hirschhorn und 10 Büffelpelze. Dann setze ich hier also eine Liste. 10, 10, 10. Gehe auf Order Set. Und speichere diese Liste zum Beispiel jetzt als Upgrade Nummer 4. Theoretisch, ja. Da kann ich jetzt bei jedem Camp mit Shift-Click, was ich upgraden möchte, mit denselben Sachen, drücke ich halt einfach Add Items. So. Und dann sammeln die das. Das heißt, ich brauche dann hier nicht unnötig hier oben in dem Inventar oder in dem Inventar von Camp X suchen, ob ich die Sachen habe. Nein, ich klicke auf die gespeicherte Liste, Upgrade 4, klicke drauf und schon sammeln die Krieger alles. Das kann ich dann zum Beispiel auch mit Bögen machen. Ja, für jedes Camp eine Liste setzen. Wenn ich jetzt, wo habe ich es denn jetzt hier? Ich habe das mal Basic Stuff genannt, ja. Da habe ich also 20 Holzbögen, 200 Holzpfeile, 200 Fleisch und 200 Bugcrush Tee zum Heilen. Das rohe Fleisch ist dafür da, dass ich nicht gleich die Krieger weglaufen, bevor ich überhaupt dazu gekommen bin, das Camp abzugraden. Und das mache ich dann mit allen Sachen, die ich gern hätte. So. Jetzt spulen wir das mal ein bisschen weiter vor. Lassen wir das mal sammeln. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie das mit dem Basic Stuff funktioniert. Ich habe jetzt hier schon Holzbögen drin. Die werde ich jetzt gleich, wenn das abgegradet ist, schnell die Bögen mal rausnehmen. Und dann die Liste mit dem Basic Stuff. Das ist jetzt natürlich Quatsch. Ich müsste natürlich eigentlich das Fleisch jetzt müsste ich eigentlich da rausnehmen, weil die halt ohne Bögen kein Fleisch sammeln. Deswegen werde ich das jetzt mal löschen. So, löschen. Gehe ich jetzt auf Camp X, gehe auf Add Order und mache 20 Holzbögen, 200 oder 150 Pfeile, das ist eigentlich wurscht. Wurden Arrow, machen wir jetzt trotzdem mal, sagen wir mal 80, ja, oder 60. So. Dann noch Bugbrush Tea wollte ich haben, ne, zum Heilen der Krieger. Machen wir mal 50. Beziehungsweise ist das eigentlich für mich gedacht. So. Dann haben wir das, ja? Dann gehe ich oben hin, gebe ein Basic Stuff. Dann speichere ich das Ganze. So. Zack, das kann ich jetzt löschen, weil das ist, weil es nur ein Camp, um das mal zu demonstrieren. Jetzt lassen wir das kurz vorspulen und dann setzen wir die nächste Liste. Also, bis gleich.
So, jetzt sind die auch gleich schon fertig, denke ich. Denk, vermute mal so 3, 4 Minuten oder so, wo werden die jetzt noch brauchen, um das zu sammeln. Ich lass das mal vorgespult, dann geht das nämlich schneller, das Ganze. So, es müsste es eigentlich auch schon fertig sein. Genau, jetzt ist es fertig. Jetzt kann ich das Camp upgraden. So. Danach mache ich die Order wieder raus. Und schauen, was wir als nächstes brauchen. 15 Buffalohorn, 15 Hirschfell und 15 Büffelfell. So. 15. Nochmal nachschauen. Horn. So. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Dann 15 Stack Pelt. Die sind irgendwo hier unten. Da. 15. Und 15 Büffel. Fell. So. So, dann gehe ich wieder auf Order Set. Das wäre dann Upgrade 5 oder Upgrade so und so, kann man ja nennen, wie man möchte. So, und das machen wir dann immer so weiter mit allen Sachen, die wir schnell in allen Camps oder neuen Camps craften möchten. Ja. Genau, also so kann man jetzt ohne viel Gesuche und ohne alles, wie gesagt, schnell Gegenstände sammeln, craften, Heiltränke. Bögen, Pfeile, alles, was man halt so braucht. Ja. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt an der Stelle. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, das kleine Video. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ja gerne in den Kommentaren fragen. Also, bis dann.